Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast in meinem YouTube-Kanal. Dich erwartet heute eine volle Stunde für deine Rückengesundheit. Als erstes machen wir ein paar Mobilisationsübungen für die Gelenke, um die Gelenkbeweglichkeit zu verbessern oder beizubehalten. Dann machen wir Kräftigungsübungen mit dem eigenen Körpergewicht, und zwar mache ich mit euch ein Zirkeltraining. Das Zirkeltraining besteht aus 10 Übungen und jede der Übungen machen wir 40 Sekunden lang mit 20 Sekunden Pause dazwischen. Und insgesamt machen wir davon 3 Runden. Und abschließend habe ich mit euch noch ein schönes Dehnungsprogramm vor. Also hab viel Spaß, mach mit, mach's nach, mach's besser. Okay, dann kreist mal eure Schultern rückwärts. Schön große Kreise machen. Und die Hände auf die Schultern legen, Kreise vorwärts. Den Oberkörper dabei leicht nach vorne lehnen. Und wieder aufrichten. Okay, die Arme hängen lassen und den Oberkörper von rechts nach links rotieren. Hallo, guten Morgen. Dann von rechts nach links, morgen. Komme etwas später nach. Ja, Arme angewinkelt. Und die Arme seitlich ausstrecken, der Helikopter. Die Arme mal ganz lang nach oben strecken, den Blick nach oben richten, den Oberkörper leicht nach hinten neigen und den Oberkörper nach vorne neigen, bis runter zu den Zehenspitzen. Langsam wieder nach oben hin aufrollen, die Arme seitlich nach oben führen, ganz lang strecken. Blick nach oben richten, Oberkörper leicht nach hinten neigen und dann nach vorne beugen bis zu den Zehenspitzen nach unten. Dann langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben aufrollen. Und noch ein drittes Mal Arme seitlich nach oben führen, lang nach oben strecken, leicht nach hinten neigen und den Oberkörper wieder nach vorne beugen. Langsam aufrollen. Okay. Dann die Beine spreizen, in den Spreizstand gehen und den Oberkörper zur Seite neigen. Und zur anderen Seite. Wechsel. Wechsel. Beide Arme nach oben ausstrecken und dann große Kreise im Uhrzeigersinn. Die Richtung wechseln, andersherum. Okay, und wieder zusammenführen die Beine, die Arme seitlich neben den Körper nehmen und damit eine Außenrotation nach oben führen, am Ende zwischen das Dreieck durchschauen und dann wieder absinken.
anheben, soweit es geht, und absenken. Dabei wird die Schulter dreidimensional bewegt. Okay, dann vor dem Körper überkreuzen und mit einer Außenrotation in ein Y und wieder absenken mit gestreckten Armen. Gestreckt anheben, nach außen rotieren die Arme, am Ende zeigen die Daumen nach hinten und wieder absenken. Anheben und absenken. Anheben und absenken. Und noch einmal anheben und absenken. Okay. Dann geht bitte in den Vierfüßlerstand. Katze Kuh, jeder in seinem Tempo. Den Rücken rund machen, das Kinn auf die Brust nehmen. Und den Rücken überstrecken, Kopf in den Nacken, den Po nach hinten schieben. Rücken rund und gerade. Jeder in seinem Tempo. Langsam fließende Bewegungen. Okay, dann die neutrale Rückenposition wiederfinden. Die linke Hand hinter den Kopf nehmen und mit dem linken Ellenbogen den rechten Arm berühren und nach oben aufdrehen. Eine Rotation in der Brustwirbelsäule findet jetzt statt. Und die Seite wechseln. Die rechte Hand hinter den Kopf und mit dem rechten Ellenbogen den linken Arm berühren und dann wieder nach oben aufdrehen. Der Kopf dreht sich dabei mit. Beide Hände wieder aufsetzen, in den Fersensitz gehen, den Po nach hinten schieben, die Arme ganz lang nach vorne strecken. Und dann den Oberkörper nach vorne lehnen, die Hüfte absenken, den Blick nach oben richten, die Schultern sind unten, der heraufschauende Hund. Und dann wieder nach hinten in den Fersensitz. Ganz lang machen. Und wieder nach vorn in den heraufschauenden Hund. Nach oben schauen. Schultern unten lassen. Und nochmal nach hinten. Und nach vorn. Und die neutrale Position. Dann hinstellen, die Hände an die Hüfte nehmen und die Hüfte kreisen. Die Richtung wechseln.
Und das Becken vor und zurück kippen. Das Becken seitlich anheben, auf einer Seite auf die Zehenspitzen gehen. Dann den Oberkörper nochmal nach vorne fallen lassen, ganz locker alles hängen lassen und im Wechsel die Beine beugen und strecken. Und dabei schwingen die Arme ganz locker mit, ganz locker hin und her pendeln, alles hängen lassen. Und dann Wirbel für Wirbel langsam nach oben aufrollen. Gerade stehen. Dann den Kopf von rechts nach links drehen. Dabei so weit wie möglich über die Schulter schauen. Vorrichten den Blick, den Kopf zur Seite neigen, von rechts nach links. Den Kopf nach vorne schieben und nach hinten. Geierhals. Doppelkinn. Und die neutrale Position wieder einnehmen. Und jetzt in der unteren Hälfte des Äquators hin und her pendeln den Kopf. Wir machen 10 Übungen. Jede Übung machen wir 40 Sekunden lang. Dazwischen haben wir mal 20 Sekunden Pause. Insgesamt machen wir 3 Runden davon. Und nach jeder Runde machen wir eine kurze Trinkpause. Ja, wir fangen an mit dem Rückwärtsausfallschritt in den Einbeinstand. Die Übung mache ich jetzt erstmal kurz vor, damit ihr dann gleich wisst, wie das halt geht. Und die anderen Übungen kennt ihr. Also nehmt die Hände an die Hüften, macht den Ausfallschritt nach hinten und kommt dann hoch in den Einbeinstand. Setzt das Bein ab und dann die andere Seite. Runter und hoch. Absetzen. Runter und hoch. Das wird die erste Übung sein. Okay, ich starte mal jetzt den Timer. Starting session. Okay, dann beginnen wir in 10 Sekunden mit den Rückwärtsausfallschritten. Hände an die Hüften, Bein zurück und dann drückt ihr euch nach oben und absetzen. Die andere Seite zurück und hoch, absetzen. Weit nach hinten aufsetzen den Fuß und dann dynamisch nach oben drücken. Und setzt du das Knie auf? Ich kann das nicht so gut. Ich berühre mit dem Knie den Boden. Ich tippe kurz den Boden an. Also nicht ganz ablegen, aber kurz antippen. Okay, gut, dann machen wir weiter mit Good Mornings. Überkreuzt die Hände vor der Brust. Und dann alles, was ihr macht, ist den Oberkörper nach vorne zu neigen und wieder aufzurichten mit geradem Rücken. Macht mal von der Seite, Oberkörper vor und wieder aufrichten. Vor und aufrichten.
Die Beine können dabei leicht gebeugt sein, aber es ist nicht zu verwechseln mit einer Kniebeuge. Ja, Zielmuskulatur ist hier der untere Rücken und der Po und die Oberschenkelrückseite, also die gesamte Streckerkette. Der Pause, dann machen wir weiter mit dem Albatros. Zunächst zeigen die Handaußenflächen nach vorn, die Daumen zueinander. Neigt euren Oberkörper nach vorn, der Rücken ist kerzengerade. Und dann klappt ihr euch auf und geht wieder zusammen. Ganz ohne Schwung und vielmehr mit Spannung. Kurz lockern, dann geht es weiter mit dem Schulterzirkel YTWLI im Stand vorgeneigt, Oberkörper wieder nach vorne neigen, der Rücken ist kerzengerade, dann die Arme ins Y nehmen, T, W, L und I, Y, T, W, L, I. Y, T, W, L und I. Y, T, W, L und I. Noch einmal. Y, T, W, L, I. Rest. Sehr gut. In den Vierfüßlerstand. Wir machen jetzt die Rückendiagonale. Rechtes Bein, linken Arm anheben und absetzen. Linkes Bein, rechter Arm anheben, absetzen. Rechtes Bein, linker Arm anheben. Und absetzen. Und immer so weiter. Streckt euch schön in die Länge. Macht euch so lang, ihr könnt. Dann machen wir weiter mit dem geraden Brett im Unterarmstütz. Und wer es leicht haben möchte, setzt die Knie auf. Ansonsten die Knie vom Boden abheben. Okay. Work. Und dann in der Position beginnen, die Beine im Wechsel anheben. Immer rechts und links vom Boden abheben. Gleichmäßig weiteratmen, die Spannung halten. Noch 10 Sekunden. Sehr gut. Dann machen wir jetzt das seitliche Brett mit Beinabduktion, also im seitlichen Unterarmstütz gehen, Hüfte nach oben drücken und das vordere oder das obere Bein einfach nur abspreizen und halten, die Spannung. Spürt die Spannung jetzt hier
auf der gesamten Unterseite. Okay, sehr gut. Dann machen wir den Beckenlift als nächstes, auf den Rücken drehen. Mit dem Kopf auf die Handflächen drauflegen, die Zehenspitzen anziehen und dann Hüfte nach oben drücken, oben kurz halten, langsam wieder absenken. Hoch, halten, absenken. Wieder in seinem Tempo. Versucht die Entspannung mindestens eine Sekunde zu halten. Okay, dann machen wir weiter mit dem Twisted Crunch. Die Hände an die Schläfen nehmen, oder die Fingerspitzen besser gesagt an die Schläfen nehmen. Und dann machen wir das Ganze mit aufgesetzten Füßen, diagonal, Ellenbogen zum Knie und wieder absetzen. Okay, sehr gut. Dann machen wir als letzte der 10 Übungen das rumpfstabilisierende Beinpendeln. Die Beine 90 Grad in der Luft anwinkeln. Die Arme liegen seitlich neben dem Körper und dann pendeln wir von rechts nach links mit den Beinen. Versucht so wenig wie möglich mit den Armen zu drücken, damit eure seitlichen Bauchmuskeln möglichst aktiv sind. Okay. Session complete. Gut, dann machen wir die erste Trinkpause. Rückwärts-Ausfallschritt in den Einbeinstand und absetzen. Andere Seite. Rückwärts-Ausfallschritt und nach oben drücken und absetzen. Runter und hoch. Runter
und hoch. Versuch den Oberkörper möglichst aufrecht zu lassen dabei. Dann machen wir weiter mit dem Armpendel in Vorneige. Ihr neigt den Oberkörper nach vorn. Ein Arm ist vorne, der andere Arm ist hinten. Der Rücken ist wieder kerzengerade. Und dann pendelt ihr hin und her mit Spannung. Work. Sehr gut. Noch fünf. Und aufrichten, ein bisschen lockern. Rest. Und dann machen wir die zweite Runde den Albatros. Diesmal die Handflächen zueinander. Oberkörper wieder nach vorne neigen. Rücken ist kerzengerade. Und dann aufklappen und zusammenführen. Schön mit Spannung wieder. Und lass den Kopf nicht hängen, am besten schräg nach vorne schauen. Okay. Rest. Hüfte mal ein bisschen kreisen, dass der untere Rücken wieder locker wird. Und dann bringt euch wieder in Position. Wir machen jetzt den Schulterzirkel vorgeneigt, Oberkörper vorneigen, Rücken gerade und die Arme ins Y. T, W, L und I. Y, 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 T, W, L und aufrichten. Okay, dann wieder auf eure Matte in den Vierfüßlerstand. Die Rückendiagonale. Anheben, diagonal. Und wieder absitzen. Dann die andere Seite diagonal anheben und absitzen. Anheben und absitzen. Jeder in seinem Tempo. Macht euch schön lang dabei. Der Blick ist am besten nach unten zur Matte gerichtet, damit der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Okay, dann als nächstes wieder das gerade Brett im Unterarmstütz. Diesmal spreizen wir die Beine seitlich ab. Ja, wir tippen immer seitlich neben der Matte mit den Zehenspitzen auf, während wir den Unterarmstütz halten. Und los geht's. Work.
absetzen. Rest. Sehr gut. Dann geht ihr in das seitliche Brett, diesmal die andere Seite. Wieder auf den Knien. Die Knie liegen übereinander, die Beine sind angewinkelt. Ellenbogen senkrecht unter der Schulter. Und dann die Hüfte nach oben und nach vorne drücken. Und das obere Bein abspreizen. Und die Spannung halten. Spürt die Spannung hier auf der Unterseite. Genauso wie jetzt hier im Po und in der Oberschenkelseite. Der gesamte Körper ist unter Spannung. Atmet gleichmäßig weiter. Beckenlift wieder. Diesmal machen wir den Schmetterling-Beckenlift. Das heißt, die Fußinnenflächen zeigen zueinander, die Knie fallen locker nach außen. Mit dem Kopf auf die Handflächen rauflegen und dann die Hüfte nach oben drücken und halten. Die Bewegung ist jetzt kleiner als vorher. Jeder in seinem Tempo wieder, versucht die Entspannung mit angehobener Hüfte mindestens eine Sekunde zu halten und dann langsam wieder absetzen, hochhalten, langsam wieder absetzen. Dann machen wir jetzt die Schlange, Übung Nummer 9. Legt euch auf den Rücken, die Schultern und der Kopf sind von der Matte abgehoben, die Arme sind an der Seite. Und dann berührt ihr mit den Händen die Füße, indem ihr den Oberkörper zur Seite neigt. Work. Wem das zu leicht ist, stellt die Füße einfach ein Stück weiter nach vorne auf. Entsprechend ist der Weg auch weiter. Okay, sehr gut. Und die zehnte Übung. Das rumpfstabilisierende Beinpendeln. Beide Beine wieder 90 Grad in der Luft anheben. Die Arme sind an der Seite. Und dann von rechts nach links pendeln. Und los geht's. Work. Okay, super. Zweite Runde geschafft. Kurze Trinkpause und dann machen wir gleich weiter mit der dritten Runde.
Rückwärtsausfallschritt in den Einbeinstand. Absetzen. Andere Seite. Rückwärts und hoch. Absetzen. Rückwärts und hoch. Und den Oberkörper schön aufrecht lassen. Robert. Und rückwärts und hoch. Gleich geschafft. Und absetzen. Rest. Sehr schön. Okay, jetzt wieder den Oberkörper nach vorne beugen. Diesmal schwingen wir die Arme parallel vor und zurück. Also nicht diagonal, sondern beide Arme sind als erstes hinten. Und dann schwingen wir nach vorne. Wieder schön mit Spannung. Zurück und vor. Zurück und vor. Und achtet dabei darauf, dass euer Rücken schön gerade ist. Immer das Gefühl haben, leicht im Hohlkreuz dazustehen. Brust rausstrecken, Schulterblätter zusammenziehen. Ja, aufrichten, mal die Hüfte ein bisschen lockern. Und dann machen wir die dritte Variante vom Albatros. Diesmal zeigen die Handaußenkanten zueinander, den Oberkörper nach vorne neigen und aufklappen und zusammenführen. Stellt euch vor, wie ihr durch die Luft fliegt, wie ein großer Vogel. Aufrichten, die Hüfte wieder ein bisschen lockern. Und weiter geht's mit dem Schulterzirkel vorgebeugt, YTVLI. Den Oberkörper wieder nach vorne, und neigen. Work. Y, T, W, L und I. Y, T, W, L, I. Y, T, W, L, I. Y, T, W, L und I. Diesmal haben wir es gut abgepasst, die Zeit. Okay, auf die Matte in den Vierfüßlerstand, die Rückendiagonale. Linker Arm ganz lang strecken und absinken. Linkes Bein, rechter Arm anheben, absinken. Einmal im Wechsel. Zieht euch so weit ihr könnt in die Länge. Spürt die Spannung in der Endposition. Ein bisschen lockern. Dann machen wir jetzt das gerade Brett im Unterarmstützen mit diagonalem Tipp. Das heißt, der Fuß tippt seitlich und die Hand auf der anderen Seite. Ja? Im Unterarmstütz. Bereit
Und los geht's. Sehr gut. Okay, dann das seitliche Brett. Diesmal wechseln wir nach 20 Sekunden die Seite. Und alle versuchen es mal mit gestreckten Beinen. Das heißt mit angehobenen Knien. Und nach 20 Sekunden wechseln wir die Seite. Ihr könnt den Arm auch nach oben nehmen. Der Daumen zeigt nach hinten. Bleibt steif wie ein Brett. 3, 2, 1, zur anderen Seite aufdrehen. Und absetzen. Super. Dann wieder auf den Rücken drehen. Wir machen jetzt die Schulterbrücke mit Armhackbewegung. Ja, Hüfte nach oben drücken und dann kleine schnelle Hackbewegungen mit den Armen machen. Ja? Bereit. Und los geht's. Haltet die Hüfte schön nach oben gedrückt. Die Arme sind steif. Aktiviert die Tiefenmuskulatur. Okay, ihr bleibt in Rückenlage. Mach jetzt das Bein absenken in Rückenlage. Schultern und Kopf sind von der Matte abgehoben. Beine sind 90 Grad angewinkelt. Und dann ein Bein absenken und wieder heranführen. Dann die andere Seite absenken und wieder heranführen. Spannt eure Bauchmuskulatur dabei an, damit der untere Rücken flach auf der Matte aufliegt. Und senkt das gestreckte Bein möglichst weit ab. Je tiefer ihr das absenkt, je gestreckter das Bein ist, desto schwerer wird das Ganze. Ja, man kann es auch angewinkelt machen, dann ist es natürlich deutlich leichter. Okay, dann die dritte bzw. die zehnte Übung. Das rumpfstabilisierende Beinpendel. Wieder Beine in der Luft anwinkeln, 90 Grad. Arme sind an der Seite. Und hin und her pendeln. Session complete. Okay, sehr gut. Dann trinkt einen Schluck, bevor wir dann mit der Dehnung weitermachen.
Okay, dann stellt euch hin. Wir beginnen im Stand mit den Dehnungsübungen und arbeiten uns dann runter. Wir öffnen erstmal die Brust, hebt einen Arm an. Im Y schaut die Hand an, streckt den Arm so weit wie möglich nach hinten. Und dann nehmt ihr den anderen Arm dazu. Schaut dann wieder nach vorn und zieht die Arme so weit ihr könnt nach hinten, sodass die Brustmuskulatur überstreckt wird. Die Daumen zeigen dabei nach hinten, ja, der Arm ist nach außen rotiert, damit die Schultergelenkskapsel geschlossen und geschützt ist. Okay, und absenken. Dann die Hände verschränken vor dem Körper und den Rücken rund nach hinten rausschieben. Spürt die Dehnung für den Rücken. Macht euch ganz rund, zieht die Arme nach vorn. Okay. Aufrichten, die Hände hinter dem Rücken verschränken und die Arme nach oben ziehen. Und dann mal den Oberkörper dabei nach vorne neigen. Aufrichten, den rechten Arm nach vorne ausstrecken und zur linken Seite rüberziehen, die Schultern dabei möglichst unten lassen, spürt die Dehnung auf der Schulterrückseite und im oberen Rückenbereich. Den linken Arm nach vorne strecken und zur rechten Seite rüberziehen. Schulter wieder unten lassen. Arm lösen. Dann überkreuzt die Arme, beugt den Oberkörper nach vorn, umfasst die Kniekehlen. Könnt die Füße auch etwas enger zusammenführen. Ja, die Kniekehlen umfassen und dann die Beine strecken und den Rücken rund nach oben herausdrücken. Und die Dehnung lösen, wieder in den schulterbreiten Stand gehen, bleibt vorgeneigt und beugt und streckt nochmal im Wechsel die Beine. Die Arme schwingen ganz locker mit. Alles hängen lassen. Allmählich nach oben aufrollen, Wirbel für Wirbel. Dann geht ihr in den einbeinigen Kniestand und drückt die Hüfte so weit ihr könnt nach vorn. Spürt die Dehnung im Hüftbeuger. Dann versucht mal das hintere Bein anzuwinkeln, den Fuß zu umfassen und den Fuß zu euch heranzuziehen, sodass ihr zusätzlich eine Dehnung in der Oberschenkelvorderseite spürt. Die Hüfte bleibt weiterhin nach vorne gedrückt, ja, Hüftbeuger und Oberschenkelvorderseite.
Und löst die Dehnung. Wieder gerade, Hüfte nach vorne drücken und dann zur offenen Seite hin aufdrehen. Rotiert den Oberkörper so weit ihr könnt. Und dann dreht euch zur anderen Seite, zum vorderen Bein hin. Und zurück zur Mitte. Dann das vordere Bein ausstrecken, die Zehenspitzen anziehen, die Arme hinter dem Rücken verschränken und mit geradem Rücken nach vorne beugen, den Po dabei nach hinten schieben, die Zehenspitzen anziehen. Es muss gar nicht weit sein. Je mehr ihr die Zehenspitzen zu euch heranzieht, desto mehr spürt ihr eure Wadenmuskulatur. Aufrichten, die Lokomotive, das vordere Bein anwinkeln, die Hände neben dem Knie aufsetzen und das hintere Bein ganz lang nach hinten strecken. Die Hüfte ist einwärts gedreht, spürt jetzt die Dehnung in der rechten Hüfte und der rechten Pobacke. Der Blick ist zunächst nach vorne gerichtet. Die Schultern sind unten. Und dann die Unterarme aufsetzen. Und die Arme lang nach vorne strecken, ganz lang machen. Die Stirn absetzen auf der Matte. Und dann langsam die Dehnung lösen, zurück in die Ausgangsposition kommen, über den Vierfüßlerstand in den einbeinigen Kniestand mit dem anderen Bein. Die Hüfte wieder maximal nach vorne drücken. Optional dann das hintere Bein anwinkeln, den Fuß zu euch heranziehen, die Hüfte nach vorne drücken, spürt die Dehnung in der Oberschenkelvorderseite zusätzlich zum Hüftbeuger. Und das Bein wieder absetzen. Nach vorne schauen, Hüfte nach vorne drücken und dann zur offenen Seite hin aufdrehen, rotieren den Oberkörper. Und dann zur geschlossenen Seite zum vorderen Bein hin drehen. Die Hüfte bleibt nach vorne gedrückt. Wieder zur Mitte, das vordere Bein ausstrecken, die Zehenspitzen anziehen, die Hände hinter dem Rücken verschränken und den Oberkörper nach vorne neigen, mit geradem Rücken, den Po nach hinten schieben, die Zehenspitzen anziehen. Lösen, dann das vordere Bein anwinkeln, die Hände neben dem Knie aufsetzen, das hintere Bein lang ausstrecken, die Hüfte ist wieder einwärts gedreht, der Blick ist nach vorne gerichtet, die Schultern sind unten. Da
Dann die Unterarme aufsetzen. Und die Arme lang nach vorne strecken, ganz lang machen, die Stirn auf der Matte ablegen. Zurück in den Vierfüßlerstand, nochmal in den Pferdensitz gehen, ganz lang machen, wandert mit den Fingerspitzen immer ein Stück weiter nach vorn. Und dann setzt mal beide Hände links von der Matte auf und zieht euch weiter nach hinten. Und spürt dabei den Unterschied, die Dehnung auf der rechten Körperseite. Dann beide Hände rechts von der Matte aufsetzen. Den Po weiterhin nach hinten schieben. Spürt die Dehnung auf der linken Körperseite. Dann dreht euch auf den Rücken, streckt Arme und Beine, dann zieht das rechte Bein zur Brust heran, beugt und streckt den Fuß. Und das rechte angewinkelte Bein dann auf die linke Seite ablegen, mit der linken Hand das Knie zum Boden drücken und den rechten Arm im Y hinter dem Kopf ausstrecken. Der Arm ist dabei nach außen gedreht, der Daumen zeigt zum Boden und der Blick ist zur oberen Hand gerichtet. Die rechte Schulter möglichst tief auf den Boden drücken und gleichzeitig aber das angewinkelte Bein ebenfalls zum Boden drücken. Dann die Brezel, das gestreckte Bein anwinkeln, den Fuß umfassen und zu euch heranziehen. Ihr bleibt in der Position. Nur, dass das Bein zusätzlich angewinkelt ist, das andere, wieder die rechte Schulter zum Boden drehen. Der Kopf ist ebenfalls nach rechts gedreht. Und das Knie nach wie vor ebenfalls zum Boden drücken. Und die Dehnung wieder auflösen, auf den Rücken drehen, das linke Bein zur Brust heranziehen. Und den Fuß beugen und strecken. Dann das linke angewinkelte Bein auf die rechte Seite ablegen und mit der rechten Hand das Knie zum Boden drücken. Der linke Arm wird hinter dem Kopf
ausgestreckt im Y. Der Daumen zeigt zum Boden, der Arm ist nach außen gedreht und der Blick ist zur oberen Hand hingerichtet. Die linke Schulter tief nach unten drücken und gleichzeitig die Gegenbewegung, indem ihr das Knie zum Boden drückt. Dann die Brezel, das gestreckte Bein anwinkeln, den Fuß umfassen und dann die linke Schulter wieder zum Boden drehen. Auflösen, dann legt euch auf den Rücken, atmet tief ein und aus, versucht den Körper nicht mehr zu kontrollieren, lasst alles ganz locker auf der Matte liegen, sinkt immer tiefer, ihr fühlt euch ganz schwer, eure Arme sind schwer, eure Beine sind schwer. Euer gesamter Körper ist schwer. Und atmet tief ein und aus in den Bauch hinein und genießt die Stille für eine Minute. Bereitet euch vor, die Übung zu beenden. Bewegt eure Hände und Füße leicht. Regelt und streckt euch immer mehr. Macht euch ganz lang. Atmet noch ein paar Mal tief ein und aus. Öffnet die Augen. Und wenn ihr soweit seid, kommt wieder in die sitzende Position. Okay. Und wie fühlst du dich jetzt? Geht's dir gut? Schreib mir deine Meinung, schreib mir deinen Kommentar unter das Video. Wenn du eine Frage hast, kannst du sie auch gerne stellen. Ich versuche sie möglichst schnell zu beantworten. Und ja, wie immer, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere meinen Kanal, empfehle mich weiter und dann hoffe ich, dass wir uns so schnell wie möglich hier auf diesem Channel wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis dann. Ciao, dein Sebastian.